Gaming ist eines der schönsten Hobbys, aber Eltern sehen das leider nicht immer so. Weil sein Sohn zu viel gezockt hat und nie was im Leben erreichen wird, hat ein asiatischer Vater Auftragskiller für seinen Sohn engagiert. In jedem Game, das der 23-jährige Fan gezockt hat, hat sein Vater richtig gute Gamer dafür bezahlt, dass sie den ganzen Tag in den Lobbys darauf warten, bis der Sohn online kommt, um ihn dann ununterbrochen und so schnell wie es geht zu killen. Das Ziel war, dass er dadurch so frustriert wird, dass er aufhört zu zocken und sich einen Job sucht. Da ist der Sohn dann aber dahinter gekommen und hat seinem Vater erklärt, dass er deshalb schon ganze 3 Monate keinen neuen Job gefunden hat, weil er einen finden möchte, der ihm auch wirklich Spaß macht.